heutigen Video spielt David ein Mario Bros. Wii Hack mit unter anderem dem nervigsten Trollgeisterhaus aller Zeiten, in welchem es gefühlt 1000 Schalter gibt, die alles mögliche bezwecken, außer dass man wirklich weiterkommt. Nightmare Mario Bros. Wii will gar nicht mehr aufhören und weiter geht's in der vierten Welt, im vierten Level. Die Stufe ist schon schlecht, dass ich sie nicht ändern muss. Bedeutet das, dass jetzt dieses Level komplett gleich ist? Aber trotzdem werde ich es tun. Wir wurden getrollt an der Stelle. Ja, okay, Freunde, ein neuer Part Nightmare Mario Bros. Wii, der wohl schlimmste Trollhack aller Zeiten in diesem Level und da kommen uns die Blooper auch schon entgegengeschossen in einer wunderbaren Manier, wie ich es mir gar nicht anders vorstellen könnte. Oh, jemine. Guck mal, da unten glitzert es. Ist das die erste Sternmünze? Es sind nur rote Münzen, verdammte Kacke. Bro, also irgendwie Mario Bros. Wii, aber ich kann nichts sehen oder so. Kann ich in die Röhre? Nein, da kann ich leider auch nicht rein. Okay, schade, Marmelade. Ich finde gar... Warum sind die Fische auf Anhieb gerade verschwunden? Fischis, wo seid ihr hin? Fischis, Fischis. Warum sind die Fische auf einmal so verschwunden? Ja, Bro, jetzt mal Butter bei den Fischen. Wo ist denn hier ein Stern? Das sieht gut aus. Aber diese ganz einsame Röhre zwischen den anderen Röhren sieht sehr sexy aus. Hallo? Nein! Oh, Digga, dieser Mario Odyssey-Sound macht mich fertig. Mann, was soll ich tun? Okidoki, wir merken uns, ja, hier ist ein riesiger Fisch drin, der uns auffressen möchte, aus welchen Gründen auch immer, aber hier ist weit und breit keine Sternmünze. Es ist ganz wichtig, hier rumzuschreien und einfach laute Geräusche. Nein, oh Mann, dieser Drecksfisch. So, passiert irgendwas? Ich habe ihn umgebracht, aber nichts ist passiert. Ich dachte, vielleicht triggert jetzt irgendwas Krasses oder irgendwie ein Asteroid stürzt auf die Erde, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, ich komme sogar... Nein, es kann nicht sein. Ich komme sogar aus dieser Drecksröhre raus und es passiert original nix. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht, aua, gut aus. Aha, die gelbe Röhre, aha. Der P-Switch war also für die gelbe Röhre gut. Endlich haben wir ein bisschen Licht. Bekommen sogar Items, das Leben könnte so schön sein, Freunde. Komm ich da jetzt irgendwie... Bro, real talk, ich komme da nicht ran. Ein Millimeter fehlt jetzt gerade. Als ob ich da nicht rankomme. Oh, yo. Okay, muss man mit dem... Warte mal, selbst mit dem Pinguin... Hä? Da fehlt ein Millimeter. Oh, ich komme da nicht ran. Das kann nicht sein, als ob. Es ist so ein schlechter Witz. Drei Tage später... Ach so! Oh mein Gott, das ist der IQ 500er Move. Das war sogar die erste Sternmünze in diesem Level. Boah, wie lange soll dieses Level noch gehen? Junge, durch Zufall herausgefunden, wie man da rankommt. Dann probieren wir jetzt... Nein, wir probieren auch mal, das Pinguin-Kostüm irgendwie zu behalten. Das wäre vielleicht sogar... Nein! Warum bist du so schnell wieder da rausgekommen? Na toll, ich sehe da drei Blooper sich verstecken. Kann das Level eigentlich noch schöner werden? Ich glaube fast nicht. Ja, number two, number... Nein, 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 nein. Do die, do die. Hey, McDonald's has Bloopers. Do die, do die. Okay, das Level muss bald zu Ende sein, oder? Die dritte Sternmünze liegt direkt auf unserem Weg. Jetzt einfach schnell weg hier. Wenn alles gut läuft, haben wir das Level jetzt erfolgreich beendet. What a wang. Mashallah, der Hase läuft. Ist das witzig, oder? Wir haben es in der Vergangenheit gesehen. Pilzhäuser sind auch immer ein Event in diesem Hack. Von daher gucken wir mal, wie das jetzt umgebaut ist. Wow, warte mal. Die Sandstürme bzw. die Sanddinger sorgen dafür, dass die Flächen hier oben sind. Kann ich denn... Hallo? Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber ich akzeptiere es einfach. Ich akzeptiere es, okay? Boxen hiergegen? Geil. Guck mal, es funktioniert tatsächlich und wir haben schon ein Pärchen. wir haben jetzt noch einen Mini-Pilz. Geil. Also ich weiß nicht, was los ist, aber heute haben wir echt Glück hier. Oh, der erste Bowserino. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Das lief gut. Okay, noch ein Pinguin. Bitte kein Bowser. Ja. Nein, da war jetzt das Bowser-Pärchen. Aber guck mal, es gab gar keinen Bowser Junior. Na dann, auf geht's ins Geisterhaus. Das kann nur großartig werden. Die Geisterhäuser bisher in diesem Hack, die waren einfach nur großartig. So, Geisterinos, bitte lasst mich in Ruhe, okay? Der Anfang sieht eigentlich recht überschaubar aus. Wofür ist denn dieser wunderbare Knopf hier? Ich weiß nicht, was ich getriggert habe, aber irgendwas wurde definitiv gerade getriggert, vermutlich mit dem Knopf. Hä? Habe ich mit dem Knopf das hier gerade getriggert? War das ein Troll? Da kommen auf einmal diese Knöpfe. Was ist jetzt passiert? Warum muss ich die 1000 Knöpfe drücken? Why?
Hä? Digga, was? Hier ist noch ein Knopf, der war vorhin noch nicht da. Ich glaube, dieses ganze Level verarscht mich einfach nur. Freunde, was passiert, wenn ich auf diese ominösen Knöpfe drauf drücke, die aus dem Nichts spawnen? Ah, warte mal. Kann es sein, dass ich in der richtigen Reihenfolge auf die Knöpfe drauf drücken muss? Guck mal, der ist jetzt auch neu, der war vorhin noch nicht da. Tatsächlich, guck mal. Wir probieren es mal mit dem linken Knopf. Oh, ich muss niesen und gegen Buhus kämpfen. Ich muss gerade so... Ja, das war jetzt aber ein kranker Zufall, dass ich die Sternmünze gefunden habe. Jordli. Also, Freunde, wir fassen zusammen, dass wir die Knöpfe, die aus nichts spawnen, in der richtigen Reihenfolge drücken. Mann, ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das drücken muss. Meint ihr, es klappt jetzt mit diesem Knopf, der hier auf einmal aufgekreuzt... Hier ist eine Tür. Warum ist hier eine Tür? Wir gehen einfach mal in die Tür rein. Ich habe doch gar keine Ahnung, was hier passiert, Mann. Oh, die zweite Sternmünze. Und, hier passieren ansonsten sehr viele... Nee, das war die dritte Sternmünze. Warum war das die dritte Sternmünze, hä? Mann, was passiert hier? Ich kann euch echt nicht sagen, wofür dieser Raum hier gut ist. Aber wir gehen einfach mal zurück. Wir gehen... Nein! Achso, ich muss eine neue Tür finden wahrscheinlich, oder? Wo ist denn eine neue Tür? Hier unten irgendwo? Wow! Kann man einen Buhu damit bewerfen? Ich habe probiert, gerade einen Geist zu bewerfen. Das war nicht smart. Nein. Ich check halt Real Talk nicht, was zu tun ist. Was muss ich denn tun? Mann! Hä? Ah! Guck mal, je mehr Knöpfe ich drücke, desto mehr Flächen verschwinden hier. Ah! Ein versteckter Knopf, der nichts gebracht hat. Der hat original noch Mano. Bedeutet also, kann ich die ganzen Flächen nach unten packen und hin und wieder taucht hier irgendwas auf? Oh, ich habe wieder einen Knopf gefunden. Ja, badabadu. Und noch ein Knopf bedeutet ja prinzipiell, es kann gar nicht mehr so viel fehlen. Ja, der Weg ist frei. Wir haben es geschafft. Der Weg ist frei. Habe ich das Level jetzt? Ja, aber guck mal, ich verstehe immer noch nicht, wie ich jetzt an die dritte Sternmünze rankomme. Ich verstehe das Prinzip des gesamten Levels nicht. Oh, nein. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Was ist hier drin? Nein. Ich dachte, durch diesen Weg kann man laufen. Ich dachte, da kann man durchlaufen. Okay, schnell weg hier. Warum ist dieser Fisch so schnell? Wie komme ich da nach unten? Hier ist eine Tür. Ah. Rein geht's in die Tür und mal gucken, wo wir rauskommen. Lol, das ist das Ende. Warum ist denn hier schon das Ende? Und warum geht diese Fläche so schleppend nach unten? Und jetzt haben wir nicht die Sternmünzen gesammelt, aber... Come on, Freunde, ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich bin überhaupt froh, dass ich durch Zufall irgendwie dieses Ende hier gefunden habe. Aber Moment, ich will mir noch angucken, was da hinten gewesen wäre bei dem Fisch. Denn es geht hier ja immer weiter nach rechts und es muss ja bestimmt eine Möglichkeit geben, da irgendwie runter zu schlittern. Oh, ist dieser Fisch schnell. Uiuiuiuiuiui. Ah, we have it. Ist hier sogar vielleicht irgendwo eine Art... Secret Exit. Guck mal, jetzt müssen wir ganz schnell nach links. Alter, das ist gerade so eine wilde Verfolgungsjagd zwischen dem Fisch und mir und zwischen dem Buhus. Alles verfolgt mich in diesem Level. Number two, nein, 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 nein. So, number two, kann ich hier nach oben? Ja. Frage ist natürlich, was genau ist hier? Wir haben einen normalen Ausgang oder sowas in der Art. Aha! Da ist zumindest was, da können wir durch. Aha, auf geht's. Was ist denn so Schönes hier oben? Ist hier nix? Das kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. Naja, die dritte Sternmünze hatten wir ja zwischendrin. Das zählt ja eigentlich auch, oder? Easy, easy, tamam, mamam. Von daher schlittern wir ganz geschwind ins nächste Level. Erster Kurs. Nein, sag bitte nicht, dass wieder das erste Level ist. Hals- und Beinbruch. Warum denn Hals- und Beinbruch? Was soll das denn? Oh Mann, bitte nicht wieder das erste Level. Bitte nicht wieder das... Es ist... Hä, was ist das denn hier? Warum stand denn da erster Kurs? Digga, ich hab instant die Eisblume verloren wie der größte Klöppi. Okay, müssen wir jetzt wieder einfach vor Fischis abhauen? Okay, direkt zwei Leben verloren. Ich meine, warum auch nicht? Oh, nö, 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 nö. Oben runter. Oder wird das jetzt so ein Überlebensparcours? Boah, das wäre geil. Normalerweise könnte man auch den Mini-Pilz verwenden und einfach übers Wasser laufen, aber das Risiko ist mir zu hoch. Von daher nehmen wir unseren Pinguin-Kostüm. So, in einem Überlebensparcours muss man am besten mit einem Pinguin-Kostüm entlang, oder? Guck mal, da können wir ganz, ganz easy hier irgendwie langsliden. Nein, bitte nimm mir nicht mein Item. Ich habe gesagt, bitte. Mann! Ich wurde in der Luft gefressen. Halt dein Maul. Okay, einfach rein geht's in die Röhre. Haben wir die erste Stufe geschafft? Was passiert hier? Ich glaube, wir haben die erste Stufe geschafft, aber jetzt kommen irgendwelche Vögel in der Luft. Na, tolle Wurst. Kein Problem, Mario. Es sind überall Vögel hier, überall die Geier, die ankommen. Jetzt, Mario, wo du Erfolg hast mit deiner eigenen Pasta-Marke, deinen eigenen Kinofilm, kommen die ganzen Geier von oben und wollen ein bisschen, teilhaben. Alter, ich würde, jetzt kommen noch ein paar Bomben. Geile Meile. Okay, ciao mit den Geiern. Vorsichtig vor den Bomben.
Und bam! Geil! Oh Mann, ich muss ja einfach schnell durch, aber ich habe keine Ahnung, wie ich hier am besten schnell durchkomme. Gott sei Dank laufen die Bob-Oms straight nach links oder rechts. Hau ab. Ja, egal. Du kannst ruhig explodieren. Bitte, jetzt muss der Parcours doch langsam hier zu Ende sein, oder? Na toll, natürlich kommt jetzt Lucky Du von oben. Was soll denn der Müll? Oh, okay, die Röhre ist da. Nein! Was für ein Wurf. Bitte, Lucky Du, hör auf, okay? Hör auf. Hör einfach auf zu werfen, okay? Oh, das war eng, aber auf geht's in die nächste Röhre. Ich glaube, wir sind jetzt im Level 3 oder so. Nein, ich bin so blöd. Oh, ich hätte mir ein anderes Item abholen können. Na dann, Hammer, Bro, zeig mir... Mann, warum wirfst du nur so viele Hammer, Digga? Egal, das ist kein Problem. Es ist, ja, so viel zum Thema kein Problem, ne? Aber kein Problem. Okay, wir haben es geschafft. Oh, ich wollte gerade sagen, wir haben es geschafft, groß hier lang zu kommen, und ich dachte, wir können uns Damage boosten. Bruder! Das Level ist fast zu Ende! Das Level ist fast nein zu Ende! Ja! Was? Nein! Alter, nein! Als ob das Level kurz vorm Ziel. Nein! Oh, das ist so ein geiles Level, Digga. Ey, ich wohl hab's genommen. Ich dachte, das Level wäre zu Ende. Nein, jetzt beginnt der zweite Kurs. Okay, dann sliden wir hier in den zweiten Kurs rein. Hals- und Beinbruch. Dankeschön, Mairo, für die lieben Worte. Oh, shit, jetzt geht's. Ach, Mann, warum bin ich so blöd? Ich verliere immer instant mein Leben. Das ist doch komplett dämlich. Dämlich mit Umlaut oder so. Digga, dieses Level ist voll bestialisch. Okay, Maestro. Ja, es war klar, dass es passieren wird. Okay, so eine gute Ausgangsposition hatte ich bisher nicht ein einziges Mal. Wow, warum wurde ich noch nicht getroffen? Egal, wir sind noch groß und wir haben die erste, was heißt die erste, die zweite Starcoin haben wir. Ich weiß nicht, ob dieser Überlebenskurs 3 Stufen haben wird, weil das war gerade... Okay, ein bisschen nach links, ein bisschen... Ja, wir haben es geschafft und es ist wie immer das erste Level mit einem Pfeil nach links. Geil, guck mal. Wir haben jetzt sogar Monty den Maulwurf hier. Also wir kriegen eine kleine Abwechslung hier in Level 1.1. Was will man eigentlich mehr? Aua. Ich hoffe nur nicht, dass so ein riesiger Kugel-Rilly uns entgegenkommt. Das wäre sehr ärgerlich. Ah, ohne Gumbas wäre es nicht das Erb. Guck mal, ich habe ihn gerade heraufbeschworen und bam, es ist schon soweit. Oh, es gibt hier sogar noch eine Mittelflagge. Sehr freundlich vom Level. Ui, das Ding dreht sich ganz schön schnell. Das dreht sich noch schneller. Wird hier noch ein Ding kommen, was sich noch schneller dreht? So auf ganz beeindruckender Basis. Oh, no. Montys! Ja, ich glaube, das dreht sich noch schneller. Ich weiß nicht mehr, was hier passiert. Dieses Level ist einfach nur ein Fiebertraum. Ja, das ist am schnellsten. Ui. Und bevor dieses Level endet, ja, schon wieder ein Troll. Dritter Kurs. So, der dritte Kurs fängt an und wird das so eine Art Bowser? Ich glaube, das ist einfach ein Bowser-Level. Mit pinken, wunderbaren Blöcken. Geil. Hello, Bowser Oh, yes, baby. Die dritte Starcoin ist ja direkt dahinter. Geil. Guck mal, wir nehmen jetzt Bowser mit der Feuerblume hops, weil alles andere wäre langweilig. Oh. Naja, wir können ihn nicht mehr hops nehmen. Er ist da oben reingeglitscht. Ciao, Bowser. War mir eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. Bye. So, dann sneaken wir uns ganz easy durch diesen Bowser-Fight, wo überall Stacheln sind. Also ich meine, der Bowser-Fight alleine ist ja nicht schwer genug. Man muss ja noch ein paar Stacheln hinmachen. Wäre ansonsten ja viel zu einfach. So, Bowser, schieß hier einmal durch. Nicht auf den Boden, bitte. Guck mal, jetzt so ein geiler Flugpropeller. Ich liebe es. Geilo Milo. Okay, muss ich jetzt hier rüberfliegen? Oder was genau ist meine Mission? Ach so, du kannst hier rumlaufen? Ich dachte, man wird hier böse Damage bekommen. Warum funktioniert das? Irgendwas stimmt in diesem Level nicht. Guck mal, wie funny es aussieht, wenn Mario hier langläuft. Ich kann nicht reden. Okay, ist vorbei. Digga, was ist das eigentlich für ein Troll-Level hier, Mann? Wir haben das Level absolviert. Wir haben das Level geschafft. Boah. Und damit geht's erstmal ins... Was ist das bitte? Guck mal, ich muss mich anscheinend instant festhalten, yes. Ich wollte sagen, damit geht's ins vorerst letzte Level dieses Hacks, weil mehr Level sind aktuell nicht auf dem Markt. Und was tut Koopa da bitte? Koopa, geht's dir gut, Mann? Koopa, geht's dir gut? Wir müssen den Schwung mitnehmen, um hier irgendwie hochzukommen. Yes, we made it. So und nicht anders. Junge, diese Koopas, die sehen so verwirrend aus, ne? So cursed vor allem, weil die schweben ja wirklich im Nix. Naja, ne, ich habe gelernt, leben und leben lassen. Wenn die das unbedingt haben wollen, dann lasse ich die Koopas. Oh oh, das war jetzt richtig dumm von mir. Mario, bitte nicht das Item. Verlieren, wollte ich sagen. Geil. Läuft Baba-mäßig.
So, bam, die erste Starcoin ist mit Flugpropeller deutlich einfacher. Wenn wir hier oben lang gehen, ist das Level eigentlich gar kein Problem. Digga, diese Koopa, ich krieg gleich einen Epilepsieanfall, wenn das so weitergeht. Das hat voll den Augen wehgetan. Oh, hier oben können wir nicht weiter. Hier ist eine unsichtbare Wand, bedeutet, wir werden gezwungen, hier irgendwie lang zu gehen. Aber hau. Ich wurde zerquetscht, halt dein Maul, never ever. So, jetzt heißt es irgendwie schnell hier durchkommen, ohne zerquetscht zu werden. Genau so, hallo. Oh, das Ende ist nah von diesem Ding. Und sobald es losschießt, müssen wir irgendwie nach rechts, ja. Okay, eine Tür. Bäh. Wie soll ich in die Tür? Digga, wie soll ich denn in diese Tür hineinkommen? Hau. Ja, ich kann da nicht rein. Hallo, wie soll das funktionieren? Ach, hier sind versteckte Blöcke. Oh. Rätsel-LP lässt grüßen. Okay, Rätsel-LP wäre fast wieder auf diesen Fall hier rein gefallen. Schnell runter für die Mittelflagge und alles ist safe. Yeah. Die Checkpoint-Flagpole lässt an der Stelle grüßen. Ja, ein bisschen weiter runter. Dann kann man hier ganz entspannt rüberfliegen. Also der Flugpropeller ist halt mit Abstand das beste Item, was man in diesem Level benutzen kann. Retalk. Heilige Makrele, ist das wunderschön. Oh yeah. Dann sliden wir hier rüber. Oh oh. Warte mal, hä? Ich habe aber eine andere Idee. Man kann eigentlich auch hier rüberlaufen. Man muss ja nicht konsequent in diese Röhre dort rein. Aha. Wäre man einfach hier rausgekommen? Oh, ich habe doch keine Ahnung, was das Level von mir möchte. Ich weiß echt nicht, was hier passiert. Guck mal, eine Röhre hier unten. Wow! Nein! So, ganz tief hier unten hin, weil hier sind wir sicher. Und dann können wir ja prinzipiell hier reingehen mit der dritten Sternenmünze. Hi, Karamba, da-da-da-da-da. Friede, Freude. Warum attackiert mich nur ein Fisch? Naja, ist mir egal. Raus geht's. Und hier sind auch wieder ein paar versteckte Blöcke für den finalen Boss hier. Alter, es kann nicht wahr sein. Okay, dann eben an den Gittern zum Boss. Ist auch mal was Neues. Ist der ganze Bossfight dann so oder ist das hier nur so ein Anfangstroll? Digga, der ganze Bossfight ist so. Bro. Hallo? Ach so, ist es zu Ende? Ich hab keinen Bock mehr. So, man hat diese kleinen Flächen hier, um sich festzuhalten. Das ist die Schwierigkeit in diesem Level. Bro, Mairo gibt einen nicht mal einen Flugpropeller, sondern nur so eine dämliche Feuerblume. Bro, es ist so ein Witz. Es ist so ein Witz. Das ist definitiv eine sehr geile Mario Bros. Challenge gerade, muss man mal so sagen. Oh jemine, guck mal. Dieses Gitter hier vor ist sogar... Nein, Koopa! Ist das Level zu Ende? Das Level ist zu Ende, wir haben es geschafft. Jawohl, oh, die vierte Welt in Nightmare Mario Bros. Wii. Das war mit Abstand mein Lieblingspart von Nightmare Mario Bros. Wii. Und wenn du Bock hast, weitere Level von diesem verrückten Hack zu sehen, kann ich dir dieses Video empfehlen. Denn dort haben wir als Mario gegen 1000 Stachelfische gekämpft. Und wie das aussieht, erfährst du in diesem Video.